In unserer Outdoor-World begrüße ich heute Dr. Matthias Hammer. Er führt bereits seit Jahren Forschungsprojekte auf der ganzen Welt mit Hobbybiologen durch. Sehr anspruchsvolle Expeditionen, zum Beispiel beobachtet er Wale und Delfine auf den Azoren und erforscht Wölfe in der Ukraine. Und da hast du ja dann die Biosphere Expeditions gegründet, ein gemeinnütziger Verein. Was macht ihr da genau? Also der Grundgedanke war, ich habe während dem Studium gemerkt, es gibt überall auf der Welt Forscher, die haben interessante Projekte. Aber denen fehlen zwei Dinge. Das ist erstens Geld und zweitens sind das Helfer. Mhm. Und andererseits habe ich gemerkt, dass es bei uns im Westen, Westeuropa, Nordamerika, gibt es unheimlich viele Leute, die wollen eben nicht nur am Strand liegen, Teutonengrill, sondern die wollen was für die Umwelt tun, die wollen was für das Land tun, etwas zurückgeben. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja, die zwei müssten eigentlich zu verbinden sein. Und dann kam eben der Gedanke, warum ermögliche ich es nicht normalen Leuten, jeder Mann, jeder Frau, sagen wir, ein Abenteuer mit Sinn zu erleben, mhm. sprich mit auf Expeditionen zu nehmen, bei uns und bei Naturschutzexpeditionen aktiv mit dabei zu sein. Wie funktioniert das eigentlich? Mhm. Wie forscht man, wie sammelt man Daten? Was sind das für Expeditionen? Also wir haben verschiedene Expeditionen. Einmal haben wir Schneeleoparden im Altaigebirge, wir haben Geparden in Namibia, Wale auf den Azoren, Elefanten in Sri Lanka, also eine ganze Bandbreite über die ganze Welt verteilt. Was sind denn die Voraussetzungen? Darf da jeder mit? Man braucht keine besonderen Vorkenntnisse, um dabei mitzumachen. Es gibt keine Altersgrenzen, keine nach unten und nach oben keine mhm. Altersgrenzen. Man muss keine besondere Fitness mitbringen. Man zahlt einen Expeditionsbeitrag. Und zwei Drittel von dem, garantieren wir, wird mindestens im Gastland ausgegeben. Und so finanziert sich das eben. Man hilft also auf zwei Ebenen. Das ist die finanzielle Ebene durch den Expeditionsbeitrag und dann eben, um mit Daten zu sammeln. Also man wird dann eingebunden mit den Forschern vor Ort in ein Forschungsprojekt, sammelt dann Daten, beschreibt Dinge, man nimmt Tiere auf und man stellt Videokamerafallen auf.